Los geht es mit Saison 3 der RCCO eSports Series in Imola mit André Dietzel, dem Trainingsschnellsten, sofort an der Spitze. Zunächst unter Druck von Julius Martin, der muss aber Gastfahrer Mike Rockenfeller noch in der Anfangsphase vorbeilassen. Immer wieder spektakuläre Szenen in der Schikane. Mike Rockenfeller mit einem ersten Angriff auf André Dietzel muss in der Schikane abkürzen, das heißt Platztausch, Dietzel weiter auf Platz 1. Der DTM-Pilot macht Druck auf den führenden André Dietzel. Immer wieder die Attacken des roten Gastautos des AVD, aber auch immer wieder kleine Fehler des DTM-Stars, der hier sich in der Schikane leicht dreht und sogar auf den vierten Platz zurückfällt. Es dauert nicht lange, Rocky wieder vorbei an Bodo Kreling und auch an Julius Martin. Macht erneut Jagd auf den führenden, auf André Dietzel, der Vizemeister war in der letzten Saison, und ein Versuch in der letzten Runde, die Führung zu erobern, scheitert. Rockenfeller geradeaus ins Kiesbett, muss auch noch Julius Martin vorbeilassen. Damit Sieg im ersten Rennen für André Dietzel. Hier das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive. Alles probiert, alles verloren, naja, alles nicht. Immerhin noch der dritte Platz hinter André Dietzel und Julius Martin. Das zweite Rennen mit Reverse Grid, die ersten Szenen in umgekehrter Reihenfolge. Mike Rockenfeller von Startplatz Arz, hier sitzen wir in seinem Auto. In der ersten Kurve dann gleich eine Kollision zwischen Bodo Kreling und Stefan Warschow, der dadurch ans Ende des Feldes zurückfährt. Auch für Jan Sellner geht es durchs Kiesbett und dahinter geht es mächtig zur Sache. Immer wieder raucht es in der ersten Runde und das Ganze sieht aus dem Cockpit von Mike Rockenfeller so aus. Jan Sellner mit einem zweiten Fehler, verliert weitere Positionen. Und hier noch einmal der Start aus der Perspektive von Bodo Kreling, der Stefan Warschow auf dem Gewissen hat. Gelbe Karte für ihn. Weiter geht die Hatz. Hier sitzen wir im Auto von Mike Rockenfeller und wir sehen einen Dreikampf zwischen Rockenfeller, Steffen Walter und Björn Skottke. Dann kommt es zur Kollision zwischen Skottke und Rockenfeller, der quer durch die Schikane fliegt in das Auto des führenden Matthias Franzen, der riesengroßes Glück hat, dass er das Rennen fortsetzen kann. Hier noch einmal die ganze Situation. Links und rechts gehen sie da am Björn Skottke vorbei. Rockenfeller schon vor Skottke, der beim Anbremsen aber einen Fehler macht und Rockenfeller einmal quer über die Wiese schiebt. Und noch einmal jetzt aus dem Auto von Mike Rockenfeller, der hier selbst auf der Wiese überholt. Hier vor Björn Skottke liegt, man sieht im Rückspiegel, und dann geht es einmal quer durch das Kiesbett hinein in Matthias Franzen. Der bleibt weiter vorne, bis Steffen Walter an ihm vorbeigeht und auch André Dietzel und Mike Rockenfeller kurz danach am blau-weißen TV Racing EX Zero vorbeigehen. Damit Steffen Walter, der neue Führende, vor André Dietzel und Mike Rockenfeller, die drei nun auf Podiumskurs. Dahinter wird ebenfalls um jeden Zentimeter gefightet, hier zwischen Thomas Vogt und Julius Martin. Vogt macht Druck auf seinen Teamkollegen Matthias Franzen, der macht einen Fehler, fährt in die Mauer und verliert weitere Positionen. Vogt wiederum fällt hinter Martin zurück und Mike Rockenfeller greift nach der zweiten Position. Diesmal geht es gut. Er geht vorbei an André Dietzel und macht nun Jagd und Druck auf Steffen Walter. Der fährt einmal durch die Wiese. Muss sich immer wieder verteidigen gegen den DTM-Star. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der rote AVD-Renner vorbeigeht am Bambu-designfarbenen TV-Racing EX-Zero. Und dann ist es geschehen. Rockenfeller auf 1, Walter zurückgefallen auf die zweite Position, muss sich nun gegen seinen Teamkollegen André Dietzel verteidigen und verliert so den Anschluss zu Mike Rockenfeller. Das knallharte Duell der beiden Teamkollegen erlaubt es Julius Martin aufzuschließen zu André Dietzel, der verzweifelt versucht, an Steffen Walter vorbeizugehen. Der macht immer wieder zu. Dann aber der entscheidende Fehler, Walter im Kiesbett verliert den zweiten und auch den dritten Platz. Und damit geht es zwischen André Dietzel und Julius Martin nun um die zweite Position hinter Mike Rockenfeller. Martin macht Druck auf André Dietzel, versucht es immer wieder und dann in der letzten Runde der gleiche Versuch wie von Mike Rockenfeller im ersten Rennen. Aber auch bei ihm klappt es nicht. Martin muss durchs Kiesbett. Damit siegt Mike Rockenfeller im zweiten Rennen vor Dietzel und Martin.
Ja, hat mega Spaß gemacht, bei der eSport Series wieder dabei zu sein, beim Saisonauftakt jetzt. Und ich muss sagen, das Level war toll. Mega gefightet. Ich habe ein paar Fehler gemacht, habe vielleicht nicht genug geübt, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und das Auto war cool auf der Strecke. Ja, danke an alle und ich hoffe, ich kann nochmal mitkommen und nochmal dabei sein.